Ja, herzlich willkommen. Das hier ist einfach mal ein einfacher Test. Wie er sich dann so macht hier, der Emu. Ja, mache ich eigentlich, aber gut. Funktioniert das mit dem Joystick nicht so ganz? Die Taste geht. Ich kann ja mal eben schauen. Eigentlich sollte es gehen, aber schauen wir mal. Warum das jetzt nicht ging, ist mir ein Rätsel. Der geht einfach auf meinen Button nicht. Jetzt hat das, glaube ich, irgendwie gefressen. Schauen wir mal. Ich spiele das gerade erstmal hier so in so einem kleinen Fenster. Das wird in der Aufnahme nicht auffallen, weil ich den WinUI hooken kann. Mit dem Reaver Tuner Statistics Server für MSI Afterburner, um damit Videoaufnahmen zu machen. Ist natürlich nicht schlecht. Nur überlegen, ob ich das mit einem Scala dann hochskaliere fürs Video oder ob ich das so belasse, wie es ist und nur hochskaliere, einfach so. Also Scala verwenden tut man ja so oder so, aber man kann da ja so einen Filter drüber legen, ne? Ja, bist du verrückt. Ist halt nur auf Kopfhörer ziemlich eklig. Mega Sound bei so diesen Spielen. Das ist mehr was für ein paar kleine Lautsprecher, so irgendwas, was Commodore-Monitors mäßig so ein bisschen irgendwie gerecht wird. Ja, und bei der Emulator-Variante hier fehlt mir natürlich mein Arcade Multiboard da, das ist natürlich jetzt nicht so cool, aber okay. Plup, plup. So, als Test ist das alles eigentlich mal ganz gut hier gerade, finde ich. Kann man mal machen. Läuft irgendwie auf Direct 3D, das neue Emulator-Programm hier. Wann das zuletzt updated wurde als Release. Keine Beta-Version, weiß ich jetzt gerade gar nicht, habe ich gar nicht drauf geachtet. Ist aber Version 3.4.0. Boah, das war aber mehr Glück als Verstand. Ob ich zumindest das erste Level noch so halbwegs drauf hab. Ja, den Amiga einfrieren und speichern, das wäre natürlich eine coole Sache, weil dann könnte man Let's Play technisch irgendwie mal später weitermachen. Ach, hier ist das ja. Joystick hoch und runter und so, ne? Aber ist eh egal, weil die Dings will ich ja gar nicht beschreiben. Weiß ich auch gar nicht, ob man die im Schreibschutz benutzen kann, aber anyway, ein erster Test ist dann ja schon mal erfolgreich.
Ja, und somit beende ich das Video. Bis dann.